Ich grüße Sie, liebe Eltern, ganz herzlich und euch, liebe Kommunionkinder. Ihr habt bestimmt alle schon einmal am Himmel einen Regenbogen gesehen. Das ist immer ein ganz tolles Bild. Vielleicht bedeutet uns der Regenbogen aber noch viel mehr als so ein schönes Bild am Himmel. Kennt ihr das auch? Ihr wünscht euch etwas ganz doll. Es gibt ein Wort dafür: Sehnsucht. Gehen wir jetzt mit unseren Gedanken einmal in die Welt der Bibel. Nachdem die Erde mit Wasser überflutet wurde, nur Noah mit der Arche und den Tieren und den Menschen überlebt hatte, da beginnt alles neu. Gott hat Sehnsucht danach, dass seine Schöpfung leben kann. Er möchte, dass die Natur wächst und gedeiht, dass die Menschen gut miteinander auskommen, dass sie glücklich werden und jeder bekommt, was er braucht: Licht und Leben, Wärme und Liebe. Gott will alles dafür tun, dass es auf der Erde schön ist und Leben gelingt. Er schenkt uns sogar seinen Sohn Jesus Christus. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde, lesen wir in der Bibel. Der Bund zwischen Gott und uns Menschen, das ist ein festes Versprechen. Gott gibt uns niemals auf, er lässt uns niemals im Stich. Der Regenbogen ist das Zeichen seiner Sehnsucht, seiner ganz großen Liebe und Treue damals und heute. Die Farbe Rot. Jesus, du bist die Liebe. Hilf uns, deine Liebe weiterzugeben an die Menschen in unserer Nähe. Die Farbe Orange. Jesus, du bringst Wärme und Geborgenheit in unser Leben. Wir wollen deine Nähe suchen und mit anderen die Freude teilen. Du bist bei uns. Gelb. Jesus, du bist das Licht der Welt. Du willst unsere Herzen hell machen. Lass uns dein Licht weitergeben. Grün. Jesus, du lehrst uns hoffen. Du schenkst neues Leben, Wachstum und Kraft. Wir danken dir für deine Geduld und Zuversicht, die du mit uns hast. Hilf uns, jeden Tag neu anzufangen und durchzuhalten auf unserem Weg. Die Farbe hellblau. Jesus, du sehnst dich danach, dass die Menschen die Höhe und Tiefe, die Länge und die Weite der Liebe Gottes erkennen. Hilf uns, den Himmel nicht aus den Augen zu verlieren und lass uns erfahren, dass deine Liebe uns trägt. Dunkelblau. Jesus, du sehnst dich danach, dass wir Menschen im Bund mit Gott und untereinander treu bleiben. Du freust dich mit uns und unserem Einsatz in der Familie, in der Schule, in der Kommunionvorbereitung. Hilf uns, einander zu vertrauen und miteinander durch dick und dünn zu gehen. Die Farbe Violett. Jesus, du willst Versöhnung und uns den Himmel neu öffnen. Hilf uns, durchzuhalten, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, und lass uns nicht vergessen, dass Gott nur das Beste für uns will. Der Regenbogen erinnert uns daran: Du, Gott, bist immer bei uns. Du lässt uns niemals im Stich. Und so bitten wir dich in unseren Fürbitten. Guter Gott, ich bitte für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Pakistan und die Menschen, die um die Opfer trauern. Ich bitte dich auch für die Menschen in Indien und Bangladesch, die unter den Folgen des verheerenden Sturmes zu leiden haben. Sei du bei ihnen. Um all das, guter Gott, und um das, was wir noch ganz tief und still in unserem Herzen tragen, bitten wir dich. Amen.
Gottes Bogen in den Wolken soll für uns ein Zeichen sein, dass du, guter Gott dort oben, niemals lässt uns ganz allein. Gottes Bogen in den Wolken, er bringt Farbe in die Welt, die du, guter Gott, geschaffen, die du schützt und auch erhältst. Gottes Bogen in den Wolken, er erinnert an den Bund, den du, guter Gott, geschlossen mit dem großen Erdenrund. Gottes Bogen in den Wolken, Hoffnung bringt er dieser Zeit, dass es Frieden gibt auf Erden. Mach uns, Gott, dazu bereit. Gottes Bogen in den Wolken kennt man hier recht lange schon. Er ist Zeichen der Gemeinschaft, Gott und Menschen Kommunion. Gottes Bogen in den Wolken, Regenbogen auch genannt, er zeigt immer deine Liebe, halt uns Gott in deiner Hand. Und so segne uns dieser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Bis nächsten Sonntag.